Meine Damen und Herren, wir setzen unsere nachmittägliche Sitzung fort. Ich bitte Sie also, entsprechend Ihre Sitzplätze einzunehmen. Und bevor wir nun in die Tagesordnung einsteigen und fortfahren, darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt worden ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten. Gewalt gehört nicht zu einer freien Gesellschaft. Hass und Hetze gefährden die Demokratie. Drucksache 20/2442. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 43 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 18 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD, Einbindung des geplanten unterirdischen Fernbahntunnels in ein gesamtheitliches verkehrspolitisches und städtebauliches Konzept, Drucksache 20/2444. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 44 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 23 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann rufe ich auf Top 21 den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Bildungssprache Deutsch als Beitrag für bessere Chancen, Drucksache 20/2359. Und als Erster darf ich Herrn Schwarz von der CDU ans Rednerpult bitten. Verehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Lesen, Schreiben, Zuhören, Sprechen in deutscher Sprache. Nur wer über dieses sprachliche Einmaleins verfügt, hat von vornherein gute Chancen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn. Deswegen messen wir der deutschen Sprache und der Bildungssprache Deutsch ein so großes Maß an Bedeutung zu. Ja. Die deutsche Sprache ist die Grundlage für Schulkarriere, für Berufskarriere, aber auch für die Orientierung und die Teilhabe in der Gesellschaft. Die Welt, die ist deutlich globaler geworden, und diese globale Welt ist auf Kommunikation ausgerichtet, meine Damen und Herren. Analog, und ich bin ehrlich, die analoge Kommunikation bevorzuge ich ausdrücklich, aber auch natürlich im digitalen Bereich. Und im digitalen Bereich geht die Kommunikation immer schneller. Und gerade deswegen hat die Bildungssprache Deutsch eine herausragende Bedeutung für Chancen und Bildungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Das halte ich für ganz wesentlich. Ja, Chancen und Bildungsgerechtigkeit. Das ist uns wichtig als schwarz-grüne Koalition. Und da sprechen wir über das Lesen. Nur wer lesen kann, kann Informationen erschließen und kann Informationen bewerten. Das ist die Grundlage für jede Diskussion, für jeden klugen Gedankenaustausch und für gelingende Kommunikation. Und dann sprechen wir über eine Kulturtechnik, nämlich die Kulturtechnik des Schreibens. Und da reden wir auch einmal darüber, wie es ist, mit der Hand zu schreiben. Denn viele Studien haben gezeigt, viele Studien haben belegt, wer flüssig und unfallfrei mit der Handschrift umgehen kann, hat mehrere Vorteile. Man kann sich Dinge besser merken, und darüber hinaus wird noch die Motorik geschult. Und beides zusammen trägt maßgeblich zum Bildungs- und damit auch zum Erziehungsauftrag bei. Und das ist ebenfalls eine elementare Bedeutung, dass man sich konzentrieren kann auf den Punkt genau, sowohl motorisch als auch intellektuell. Und ich will durchaus betonen, die Förderung der Bildungssprache Deutsch ist Aufgabe des kompletten, des gesamten Bildungsprozesses. Beginnend mit dem Elternhaus. Den Eltern wächst hier eine wichtige Aufgabe zu, dass zu Hause auch die entsprechende Sprache, damit Deutsch gesprochen wird, damit die Kinder vorbereitet werden auf das Leben in einer Gesellschaft,
in der frühkindlichen Bildung, in den Kindertagesstätten, in den Kindergärten, Grundschule, weiterführenden Schule, in der dualen Ausbildung, aber auch darüber hinaus im Erwachsenenalter. Und weil das so ist, gestatten Sie mir, Frau Präsidentin, ein Zitat. Ein Zitat, ja, das hat im August 2019 insbesondere in den sozialen Netzwerken für gewisse Aufmerksamkeit gesorgt. Ich zitiere: Kinder, die des Deutschen noch nicht ausreichend mächtig sind, sollten besser eine Vorschule besuchen, bevor sie eingeschult werden. Das hat Carsten Linnemann gesagt, der ist bekannt. Mittlerweile ist man sich einig, dass diese Aussage stimmt, dass es völlig unstrittig ist. Und Hessen hat bereits vor 2 Jahrzehnten damit angefangen, meine Damen und Herren. Ja, das ist, glaube ich, des Applauses wert, denn wir waren in der Tat Vorreiter bei dieser Fragestellung. Und da gucken wir genau hin. Vor 20 Jahren waren 35% der ausländischen Schülerinnen und Schüler nicht so weit, die erste Klasse zu besuchen. Die wurden zurückgestellt. 35%. 45% der ausländischen Schülerinnen und Schüler hatten die erste Klasse nicht überstanden. Das bedeutet, mussten die erste Klasse wiederholen. 45% und 20% der ausländischen Schülerinnen und Schüler verließen die Schule ohne Schulabschluss. Da hatten wir dringenden Handlungsbedarf gesehen, und wir haben gehandelt. Im Übrigen, dieser Paradigmenwechsel, den wir seinerzeit beschlossen haben, der wurde auch unterstützt durch verschiedene Studien, durch PISA, durch IQB-Studien, auch durch IGLU. Denn die Korrelation zwischen der Unterrichtssprache, ja, ich will es unterstreichen, weil manche unglaublich gucken, die Korrelation zwischen der Unterrichtssprache und dem schulischen Erfolg ist belegt und bewiesen. Deswegen haben wir gehandelt. Wir haben das in das Hessische Schulgesetz bereits 1999 eingebaut. Und seit 2002, 2003, da war Hessen deutschlandweit das erste Bundesland, haben wir mit sogenannten Vorlaufkursen begonnen. Das war genau die Forderung, die Carsten Linnemann in diesem Zitat aus dem August des letzten Jahres gebracht hat. Wir machen das seit fast 20 Jahren. Da ist Hessen erfolgreich, und da ist Hessen Vorreiter. Denn 97% der Kinder, die Vorlaufkurse durchlaufen, schaffen dann auch die Einschulung. Ein enormer Erfolg. Und da können wir stolz drauf sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns viel vorgenommen, auch für diese Legislaturperiode. Aber ich will zeigen, dass die Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, mit einem ganzheitlichen Sprachförderkonzept, lieber Kollege Daniel May und meine Damen und Herren, die wirken. Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis zeige ich hier ein Bestandsranking nach Schulabbrecherquote der ausländischen Schülerinnen und Schüler. Auf Platz 1 Hessen mit 10,3%. Dank unserem Kultusminister Alexander Lorz und den Vorgängern hat das so geklappt. Auf Platz 16, auf Platz 16. Da, verehrter Kollege Hahn. Es ist eine 2-Jahrzehnte-Leistung, aber in den letzten Jahren haben wir besonders Fahrt da noch einmal draufgelegt. Thüringen, ich will es nur einmal gesagt haben, Thüringen auf Platz 16. Ich will Sie ja nicht beärgern, aber die Dame und der Herr, die in jüngster Zeit dieses Kultusministerium geführt haben, kamen aus ihren Reihen. Das bedeutet, unsere Maßnahmen wirken. Da sind wir stolz drauf. Und das können wir auch genauso hoch zeigen, wie ich es eben getan habe. Das Kultusministerium wird von Ihnen geführt, um das einmal klarzustellen. Machen wir mal kein Durcheinander. Ne? Also. Oh, kein Durcheinander. Also, verehrter Kollege, sobald es ernst wird, schmeißen Sie sich als Erster in die Büsche. Das geht natürlich nicht. Also, jetzt kommen wir mal zu den Maßnahmen,
Ich habe eben gerade von einem gesamten und ganzheitlichen Sprachförderkonzept gesprochen. Das möchte ich gerne noch einmal darlegen, weil es, glaube ich, aller Ehren wert ist und so wichtig. Die dauerhafte Implementierung unseres Grundwortschatzes, den wir in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Die verpflichtenden Vorlaufkurse, die wir angekündigt haben, ab dem Schuljahr 2021/22 umsetzen werden. Eine zusätzliche Deutschstunde in der Grundschule, die ab dem Schuljahr 2020/2021 auf den Weg gebracht wird. Die Intensivklassen, wo wir dafür sorgen, dass nur diejenigen Schülerinnen und Schüler in den Regelbetrieb, in den Regelunterricht kommen, die auch ausreichend die deutsche Sprache beherrschen. Und natürlich die Fortsetzung unserer Alphabetisierungskurse. Für alle Maßnahmen werden wir heute Nachmittag beschließen, 180 zusätzliche Stellen nur für die Förderung der Bildungssprache Deutsch an unseren Schulen und in unserem Bildungssystem. Das ist ein konkretes Handeln, ein konkretes Zeichen für gute Bildung an hessischen Schulen und für ganz Hessen. Und ich habe es von dieser Stelle aus schon zweimal gesagt, will es ein drittes Mal wiederholen. Kultusminister Alexander Lorz war Präsident der Kultusministerkonferenz im Kalenderjahr 2019 und hat das Thema der Bildungssprache Deutsch sehr prominent gefahren. Da bin ich sehr dankbar für. Es wurde ein Empfehlungskatalog von allen 16 Bundesländern verabschiedet mit dem Titel Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache stärken. Das bedeutet, wir haben hier wirklich einen Vorbildcharakter, der Vorreitercharakter, den wir als Hessen in diesem Bereich gehabt haben und geführt haben, der hat sich auch hier gezeigt. Da haben alle, ungeachtet der politischen Couleur, mitgemacht, und da sind wir froh draus. Herr Schwarz, die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Ich komme unverzüglich zum Schluss. Ein letzter Satz. Das, was wir vorgelegt haben, das ist ein substanzieller Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Es ist ein substanzieller Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Wir sind hier Vorreiter. Das ist so, das bleibt so. Und wir wollen diesen erfolgreichen Weg mit unseren hessischen Schülerinnen und Schülern und unseren Schulen fortsetzen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich Frau Kuller von den Linken ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Die Beherrschung der deutschen Sprache ist ein Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich glaube, das sollte hier auch unstrittig sein. Unter dem Begriff der Bildungssprache ist allerdings nicht lediglich die Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung zu verstehen. Vielmehr geht es um die differenzierte Nutzung sprachlicher Mittel und die sprachliche Erfassung sowie Kommunikation komplexer Zusammenhänge. Und ja, dazu braucht es eine gute Sprachbildung und Sprachförderung an hessischen Schulen. Es stellt sich aufgrund gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse tatsächlich die Frage, wie man sicherstellen kann, dass Kinder im Grundschulalter einen ausreichenden Wortschatz beherrschen, um am Unterricht teilhaben zu können. Hier geht es auch und vor allen Dingen eben um Kinder, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, bzw. deren Eltern und persönliches Umfeld die deutsche Sprache nicht sprechen oder beherrschen. Die weitergehende Frage ist dann, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen Schule weitergehende bildungssprachliche Kompetenzen vermitteln kann, um ihren Sprachgebrauch aufzugreifen. Aber auf beide Fragen haben Sie nur unzureichende Antworten. Zum einen soll die Stundentafel in der Grundschule um eine Stunde Deutsch erweitert werden. Dafür wurden jetzt, wie angekündigt, die Stellen im Haushalt dafür bereitgestellt. Das klingt ja erst einmal verlockend. Es wird sich aber dann auch zeigen müssen, Herr Schwarz, inwiefern Sie in Zeiten des akuten Lehrkräftemangels, den wir schon sehr oft drauf und runter diskutiert haben, vor allem an den Grundschulen gut ausgebildete Lehrkräfte für diese zusätzlichen Stellen bekommen wollen. Das müssen Sie uns auch einmal verraten. Und wenn Sie jetzt die Relevanz der Primarbildung so hervorheben,
Sehr geehrte Damen und Herren der regierungstragenden Fraktionen, Sie haben ja vollkommen recht. In der Grundschule werden alle Grundlagen für den Bildungsweg gelegt. Aber dann können Sie doch wirklich nicht mehr Ihre Verweigerungshaltung gegenüber der Gleichstellung von Grundschullehrkräften nicht mehr aufrechterhalten. A13 für alle, das haben Sie eigentlich gerade schön argumentiert, das muss drin sein. Da müssen Sie Ihre Weigerungshaltung endlich aufgeben. Außerdem brauchen wir auch die Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsbedingungen an den Grundschulen, weil genau dann können nämlich die Lehrkräfte, die das eben in der Praxis dann umsetzen, was sie gerade so schön hochgehalten haben, auch gut umsetzen. Und ich glaube, die Lehr- und Lernbedingungen müssen da endlich verbessert werden. Das hat jetzt erstmal nichts vornehmlich mit dem Kultusminister, sondern mit den vielen engagierten Lehrkräften in Hessen zu tun, Herr Schwarz. In der Bildungsforschung geht man aber sowieso eher davon aus, dass Bildungssprache nicht durch eine bestimmte Anzahl von Deutschstunden vermittelt wird. Vielmehr müsse man, ich darf zitieren, Frau Präsidentin, die sprachliche Verfasstheit des Lernens selbst anschauen, reflektieren, erproben und sich die bildungssprachlichen Potenziale auf diese Weise verfügbar machen. Das ist für alle Fächer und auch für den Deutschunterricht Neuland. Hier sind Ideen, Konzepte und Modelle erst zu entwickeln. Hierzu gehört etwa das Prinzip einer durchgängigen Sprachbildung. Es bezeichnet das Ziel der Nachhaltigkeit der Sprachförderung durch fächerübergreifende und schulstufenübergreifende Kooperationen. So Helmut Falke, der Germanistik an der JLU Gießen. Also ob wir wirklich eine Stunde Deutsch in der Woche dadurch quasi den erwünschten Erfolg bekommen, das kann durchaus bezweifelt werden. Vielmehr müsste hier grundlegender und fächerübergreifender gedacht werden, um die Bildungssprache der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Die zweite Maßnahme, verpflichtende Vorlaufkurse, das haben Sie gerade ausgeführt, für Kinder, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, um eingeschult zu werden, ist bei der CDU, das haben Sie schon gesagt, hoch im Kurs. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, von dem Sie gerade schon berichtet haben, hat im letzten Jahr damit eine bundesweit aufgeregte Debatte losgetreten. Vor allem um die Frage, ob Kinder in solche Vorklassen auch zurückgestuft werden können, das sorgt für große Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung nannte die Forderung Linnemanns, die Sie jetzt auch hier vortragen, gemeinsam mit den Grünen, eine Bankrotterklärung der Politik, die zudem diskriminierend sei. Es läuft doch darauf hinaus, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung zurückgestellt werden würden. Das sagte der Vorsitzende der VBE, Udo Beckmann. Auch viele Grüne kritisieren den Vorschlag. Aminata Touré, Landtagsabgeordnete der Grünen in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Sie kam in den 90er Jahren mit ihren Eltern als Asylsuchende nach Deutschland. Sie schrieb auf Twitter, dass Parallelgesellschaften, die Linnemann beklagt hatte in seinem Tweet, wegen fehlender Kontakt zur deutschen Bevölkerung entstünden und nicht wegen fehlender Sprachkenntnisse. In Hessen gibt es ja schon diese Vorlaufkurse auf freiwilliger Basis. Ob diese überhaupt etwas bringen, das wissen wir aber, entgegen wie Sie es behauptet haben, eben nicht. Es gibt keinerlei Evaluation davon. Mona Masumi vom Lehrerbildungszentrum an der Uni Köln hat für das Mercator-Institut die Sprachförderangebote in Deutschland analysiert und verglichen. Das Fazit? Integrative Modelle, also dort, wo Kinder gemeinsam im Klassenverbund lernen und nicht in gesonderten Vorklassen, seien genau diesen leicht überlegen. Bevor man sich jetzt hier überlegt, das Modell der Vorlaufkurse verpflichtend zu machen, müsste man doch zu. Frau Kulle, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Aber jetzt will ich erst einmal fortführen. Müsste man doch zunächst erst einmal dessen Nutzen nachweisen. Ich finde es schon schockierend, dass die Grünen hier mitgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorklassen haben doch ein ganz grundsätzliches Problem. Damit wird doch bereits vor der Grundschule selektiert, also zu dem Zeitpunkt, wo man doch eigentlich bewusst auf Selektion verzichtet. Studien belegen außerdem, dass Schülerinnen und Schüler, die später eingeschult wurden oder zurückgestellt wurden, schlechtere Schulempfehlungen bekommen als andere Kinder. Eine Vorschulpflicht für Migrantinnen und Flüchtlingskinder und all jenen, die noch nicht gut Deutsch können, das geht gar nicht. Stattdessen wäre es notwendig und sinnvoll, den herkunftssprachlichen Unterricht anzugehen. Bis 1999 wurde er ausschließlich durch Lehrkräfte des Landes Hessen erteilt, bis unter Ministerpräsident Koch die Verantwortung in die jeweiligen Konsulate übergeben wurde. Damit hat das Land Hessen die Verantwortung und Kontrolle über diesen Unterricht leider aus der Hand gegeben. Dabei sollte Mehrsprachigkeit in Schule und Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Die sprachliche Vielfalt der Schülerinnen und Schüler sollte als pädagogische Ressource statt als Defizit aufgefasst werden. Das schließt die Sprachförderung übrigens, also in Deutsch, überhaupt nicht aus. Im Gegenteil. Studien belegen, dass die Pflege der Herkunftssprache nicht nur die Sprachkompetenz festigt, sondern eben auch den Erwerb der deutschen Sprache positiv beeinflusst. Sprachenlernen fällt umso leichter, je mehr Sprachen man spricht.
Wer die Bildungssprache Deutsch also stärken will, muss also den herkunftssprachlichen Unterricht stärken. Und dazu gehört, dass dieser wieder in die Verantwortung des Landes Hessen übergehen muss, um ihn dann weiter auszubauen und zu professionalisieren und als gleichwertiges Unterrichtsfach aufzustellen. Dabei müssen auch endlich die Lehrkräfte, die diesen erteilen, selbstverständlich ihren Kolleginnen in Bezahlung und Arbeitsbedingungen gleichgestellt werden. Besonders schräg finde ich, dass sie sich für ihr Sprachförderkonzept feiern, aber gleichzeitig die Sprachförderung an beruflichen Schulen ja herunterfahren. Aus dem InteA-Programm sollen laut Ihrem Haushaltsplan 159 Stellen sozusagen verschoben werden, rausgestrichen werden. Dies wird nur durch rückläufige Flüchtlingszahlen erklärt. Aber ob die Menschen, die sich jetzt im Programm befinden oder sich befunden haben, weitere Bedarfe haben, das spielt überhaupt keine Rolle in der Argumentation. Wer mit Menschen aus der Praxis spricht, der weiß, dass diese InteA-Klassen mit ihren 2 Jahren Laufzeit und mangelhafter personeller Ausstattung viel zu kurz greifen. Praktikerinnen und Praktiker fordern schon lange, InteA-Klassen müssen auf mindestens 4 Jahre verlängert werden und die Aufenthaltssicherung der Jugendlichen während des Schulbesuchs muss gesichert werden. Aktuell verlassen leider die meisten jungen Menschen die InteA-Klassen ohne ausreichende Deutschkenntnisse, um eine Ausbildung zu beginnen, und landen dann in prekären Arbeitsverhältnissen. Man kann sich nicht gleichzeitig dafür feiern lassen, die Bildungssprache Deutsch zu fördern und gleichzeitig die eh schon prekäre Sprachförderung weiter zusammenkürzen. Insgesamt ist dieser Maßnahmenkatalog vielmehr ein Griff in die tiefschwarze Mottenkiste als eine der vielfältigen Gesellschaft angemessene Sprachbildung oder Förderung. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich Herr Scholz von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Der österreichisch-britische Philosoph Ludwig Wittgenstein bemerkte in seinem berühmten Traktatus vor etwa 100 Jahren, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. An der Einengung dieser Grenzen arbeitet die aktuell noch amtierende schwarz-grüne hessische Landesregierung seit 2014 mit großem Eifer. Und Herr Schwarz, Ihre grenzenlosen Eigenlob lässt sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie jahrelang entgegen Ihrer Aussagen der allmählichen Verkümmerung der deutschen Sprachkultur an unseren Bildungseinrichtungen tatenlos zugesehen haben. Genauer, Ihre bildungspolitischen Experimente, die wir ja schon des Öfteren ansprachen, und Fehlentscheidungen waren sogar noch ein Katalysator dieser Entwicklung. Doch dies soll ab jetzt und für alle Zeit Vergangenheit sein, und zwar dank Ihres vorgelegten Antrags sowie der 10 Grundsätze für die Stärkung bildungssprachlicher Kompetenzen in der deutschen Sprache. Wer jedoch glaubt, CDU und Grüne hätten uns damit der Rettung der Bildungssprache Deutsch nähergebracht, wird schnell enttäuscht werden. Bei genauer Betrachtung entpuppen sich die gepriesenen 10 Grundsätze der KMK nämlich als eine Anreihung von Satzhülsen im Nominalstil, die Wissenschaftlichkeit suggerieren, jedoch lediglich eine weitere Nebelkerze in der Kultusbürokratie darstellen. Dazu ein Beispiel. Zitat: Sprachliche Bildung ist ein durchgängiges, fachübergreifendes Unterrichtsprinzip. Selbstverständlich. Übungen zur Schreib- und Leseflüssigkeit und zur bewussten Nutzung von Schreib- und Lesestrategien tragen zur Entwicklung und zum Ausbau der zentralen Kompetenzbereiche Lesen und Schreiben bei. Große Worte, welch eine Erkenntnis. Es geht auch einfacher, meine Damen und Herren, denn schon seit Aristoteles ist bekannt, dass stetes Üben und dauerndes Wiederholen zentrale Methoden sind, um erworbenes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu festigen und zu vertiefen. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Zur Anwendung dieser Methoden bleibt unseren Lehrern viel zu wenig Zeit. Die vorgeschlagene Erweiterung der Stundentafel um lediglich 1 Stunde Deutsch ist jedoch wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Demgegenüber wird dringend die konsequente Ausweitung der Stundentafel im Fach Deutsch in allen Jahrgangsstufen und Schulformen benötigt, und zwar nicht nur um eine, sondern eher um zwei Stunden. Warum? Damit genügend Zeit zum Üben und Festigen des Gelernten zur Verfügung steht, damit Zeit bleibt, um wieder ein Diktat schreiben zu lassen, welches ja mehr und mehr verpönt und abgeschafft wurde, damit Zeit bleibt für literarische Bildung bzw. das aus der Mode gekommene Auswendiglernen von Gedichten. Hierdurch würden unsere Kinder nicht nur ihre Gedächtnisleistung sowie Rezitationsfähigkeit trainieren können, sondern zugleich unsere deutsche Regional- und Nationalkultur sowie die Schönheit und Differenziertheit unserer deutschen Muttersprache erfahren dürfen. Dies alles ist, wie so vieles, dem Vereinfachungs- und Entrümpelungswahn linksgrüner Bildungspolitiker unter dem schlafenden Auge der CDU zum Opfer gefallen. Die intensive Beschäftigung mit deutscher Kultur und Literatur und die damit einhergehende Identifizierung mit der deutschen Muttersprache scheint jedoch dank der GRÜNEN so gar nicht mehr zum etablierten linken Multikulti-Weltbild der hessischen Landesregierung als Teil der kulturmarxistischen One-World-Ideologie zu passen. Sprache und Kultur einer Nation wirken in erheblichem Maße identitätsstiftend. Und genau aus diesem Grund wollen Sie es mit dem Deutschen nicht so sehr übertreiben. Das nenne ich einfach nur traurig. Denn das erklärte Zwischenziel der GRÜNEN ist bekanntlich das Ersetzen der deutschen Identität durch eine europäische, und als Endziel, Herr Habeck lässt grüßen, wird eine Weltidentität angestrebt. Meine Damen und Herren, für die AfD sind die Pflege unserer deutschen Muttersprache sowie der Erhalt der deutschen Kultur und Identität nicht verhandelbare Güter. Meine Damen und Herren, die Schulpraxis zeigt, dass unsere Schüler mittlerweile über einen sehr eingeschränkten Wortschatz verfügen. Es fällt ihnen zusehends schwerer, Sachverhalte und Zusammenhänge in Wort und Schrift zu beschreiben, zu erläutern, zu erklären und zu begründen. Zum Vergleich. Zu Beginn der 90er Jahre verließen unsere Grundschüler die vierte Klasse mit einem Grundwortschatz von etwa 1.100 Wörtern. Heute peilt die Landesregierung für Hessen in der Spitze sage und schreibe 850 Wörter an. Diese Zielvorgabe sei, Zitat, eine gute Basis für die Herausbildung und Stärkung der deutschen Sprache sowie der Rechtschreibkompetenz unserer Kinder. Zitat Ende. Tatsächlich liegt der derzeitige aktive Wortschatz bei vielen unserer Viertklässler weit darunter. Die Korrektur der Anforderungen nach unten, sehr geehrte Landesregierung, ist unverantwortlich. Hierdurch konterkarieren Sie Ihren eigenen Anspruch, die Bildungssprache Deutsch zu stärken. Hier ist es zu befürchten, dass sich verstärkt die sogenannte leichte Sprache oder auch Kurzdeutsch genannt zur Norm wird. Diese Sprache kommt unter anderem ohne Nebensätze, zusammengesetzte Hauptwörter, Passivkonstruktion, Zeitfolgen, Zahlwörter, Konjunktiv und Genitiv aus, kurze Sätze mit nur einer Aussage, wozu dann noch einen Wortschatz? Mittlerweile gibt es ja genug in puncto leichte Sprache. Der Cornelsen Verlag bietet die Buchreihe einfach klassisch an. Hier werden literarische Meisterwerke, welche gerade durch ihre sprachliche Komplexität wirken, durch sprachliche Vereinfachung entkernt, genauer gesagt vergewaltigt. Wozu also sich bemühen und unsere Schüler an anspruchsvolle Texte und Bücher heranführen? Einfacher ist es doch, alles zu vereinfachen. Meine Damen und Herren, da Denken sich in Begriffen vollzieht, verwelkt überall dort, wo Sprache verödet, mit logischer Zwangsläufigkeit auch das Denken. Diesen Verfall wird sich meine Partei vehement entgegenstellen.
Unter Punkt 2 des Antrags lesen wir, der Landtag legt besonderen Wert auf die Entwicklung einer sicheren Rechtschreibung und auf das Erlernen einer gut lesbaren Handschrift. Eine verbundene Handschrift gehört zu den Kulturtechniken, die dauerhaft aktuell bleiben. Die Oberflächlichkeit dieser Formulierung kann kaum überboten werden, meine Damen und Herren. Wissen Sie eigentlich, wie es um die Handschrift in unseren Schulen aussieht? Ca. 51% der Jungen und 31% der Mädchen haben große Probleme beim Schreiben per Hand. In der Sekundarstufe 1 verfügen nur mehr als die Hälfte der Schüler über eine flüssige Handschrift. Zwei Drittel der Schüler können keine längeren Passagen beschwerdefrei schreiben. Nach 15 Minuten bekommen die ersten Schüler schon Schreibkrämpfe und die Lehrer Schreikrämpfe. Ja, was sind die Ursachen? Zum einen liegt es an der Lehrmethode. Der Umweg über die Druckschrift zur vereinfachten oder lateinischen Ausgangsschrift hat sich nicht bewährt. Man hält aber krampfhaft daran fest. Einzige Forderung, die besteht, zum Ende der 4. Klasse sollen die Kinder fließend schreiben können. Die Lehrer haben alle Freiheiten, den Schrifttyp, den Zeitpunkt oder auch die Art der Vermittlung zu wählen. Meine Damen und Herren, Schriftvermittlung muss unbedingt wieder eine größere Bedeutung beigemessen werden. Die Lehrpläne sind zu entschlacken, damit die Lehrkräfte mehr Zeit für das Schreiben lernen bleibt. Die Aufgabe des Kultusministeriums ist es, hierfür einheitliche, klar definierte und verbindliche Richtlinien zu entwerfen. Sie, Herr Kultusminister, sehen wir daher in der Pflicht, umgehend zu agieren. Die verbundene Handschrift ist schließlich ein Fundament für erfolgreiches Lernen. Schwarz-Grün hat auch in diesem Fall erwartungsgemäß eine ungenügende Leistung gezeigt. Fazit, und damit komme ich zum Schluss. Der Antrag verspricht aufgrund seines Titels viel mehr, als er zu halten vermag. Schwarz-Grün hat damit aufs Neue die Chance vertan, sich um die Stärkung der deutschen Sprache verdient zu machen. Der Alphabetisierung von Geflüchteten wird, wie von uns nicht anders erwartet, das Hauptaugenmerk bei der vermeintlichen Stärkung der Bildungssprache Deutsch beigemessen. Wer von diesem Antrag die Aufzeigung effektiver Maßnahmen oder Strategien zur Verbesserung des besorgniserregenden Zustandes der Bildungs- und Kultursprache Deutsch erhoffte, wurde maßlos enttäuscht. Herr Abg. Scholz, Sie müssen schneller zum Schluss kommen. Mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Die AfD-Fraktion lehnt den Antrag von Schwarz-Grün als nicht zielführend ab. Zur Stärkung der deutschen Bildungssprache ist jedoch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Scholz. Als nächstes hat sich der Abg. Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Erlernen unserer gemeinsamen Sprache ist mit Sicherheit ein wichtiger Bestandteil für den schulischen Erfolg und auch insbesondere bei zugewanderten Menschen, meine Damen und Herren, für die Integration in unser Land. Aber ob dieser Antrag gerade von CDU und Grünen, meine Damen und Herren, so glaubwürdig ist, da habe ich meine Zweifel. Ich will Ihnen das deutlich machen, weil es CDU und Grüne sind, die erst in der vergangenen Wahlperiode mit ihren Kürzungen bei den Intensivklassen eben die Axt an die Sprachförderung gelegt haben, bei den jungen Leuten, die ganz besonders darauf angewiesen sind, dass sie eben unsere Sprache erlernen, meine Damen und Herren. Das war namentlich 2015. Bis 2015 erhielten die sogenannten Intensivklassen 25 Wochenstunden Unterricht. Seit CDU und Grünen sind es gerade noch 22 an den weiterführenden Schulen und sogar nur noch 18 Stunden an den Grundschulen, meine Damen und Herren. So sieht schwarz-grüne Stärkung oder Schwächung eben der Bildungssprache Deutsch aus, meine Damen und Herren. Und zudem sind es CDU und Grüne gewesen, die immer wieder, wir hatten sogar einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, abgelehnt haben, die Forderung, dass das Schulbesuchsrecht eben auf 27 Jahre verlängert werden solle, damit eben all die Menschen, vor allem die jungen Menschen, die eben durch gebrochene Bildungsbiografien, weil sie nicht
an einem Stück eine Schule in dem Land, aus dem sie kommen, besuchen konnten, damit sie eine wirkliche Chance haben, die deutsche Sprache zu erlernen, eine Chance zu haben, einen Bildungsabschluss zu machen in unserem Land. Diese Forderung nach einer Verlängerung der Schulbesuchsdauer wurde immer wieder abgelehnt, meine Damen und Herren. Das halten wir immer noch für falsch. Das wäre ein Beitrag gewesen zu mehr Chancengleichheit. Und wenn wir schon beim Kürzen sind, meine Damen und Herren, CDU und GRÜNE haben ja nicht nur bei den Intensivklassen gekürzt, sie haben auch in der letzten Wahlperiode bei den Grundschulen gekürzt, nämlich gerade die sogenannte Differenzierungszulage, die genau dafür da ist, dass die Kinder, die unterschiedlich schnell und langsam lernen, dass die Grundschulkolleginnen und Kollegen wirklich auch ein bisschen Zeit haben, da individuell darauf einzugehen. Und das sind 140 Stellen, die Sie gestrichen haben an den Grundschulen in der letzten Wahlperiode, meine Damen und Herren. Das sind Fakten, das können Sie nicht abstreiten. Und gerade die Grundschulen sind ja die Schulform, wo eben die Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen unterrichtet werden, meine Damen und Herren, wo die Grundlagen gelegt werden, eben, damit man später überall folgen kann, damit Sie auch später eine Textaufgabe richtig verstehen können, um sie eben in Mathematik zu lösen. All das braucht eben auch eine gute Sprachkenntnis, meine Damen und Herren. Und gerade an den Grundschulen haben Sie nicht nur gekürzt, Sie haben auch verschlafen, rechtzeitig auszubilden. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer, meine Damen und Herren. Es sind inzwischen, ich glaube, fast 2000 Lehrkräfte, die nicht dafür ausgebildet sind, in unseren Grundschulen unterrichten. Eine wirkliche Maßnahme zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch wäre, diese Menschen, meine Damen und Herren, endlich mal richtig weiter zu qualifizieren und ihnen ein Lehramt zu ermöglichen, damit sie auch wirklich, wirklich qualitativ gut dort unterrichten können, meine Damen und Herren. Und die Kollegin Kuhle hat es gesagt, wenn man das ernst nimmt, dann wäre auch die Aufwertung der Grundschullehrerinnen und Lehrer mit A13 eine echte Maßnahme, um all dem, was Sie hier schreiben, meine Damen und Herren, also wirklich, wirklich zu unterfüttern und wirklich eine echte Wertschätzung dieser wichtigen Arbeit an den Grundschulen, das auch zu untermauern, meine Damen und Herren. Und nun, die Einführung einer weiteren Stunde an den Grundschulen, die ist ja gar nicht falsch. Die ist sogar dringend notwendig, meine Damen und Herren. Denn Hessen, das hat eine Anfrage ergeben, hat ja ungefähr 92 Wochenstunden Unterrichtsstunden in der Grundschule. Es gibt kein Bundesland, das weniger Unterricht in der Grundschule hat. Es gibt aber viele Länder, die haben mehr. Baden-Württemberg 102, Hamburg 108, Schleswig-Holstein immerhin 102. Meine Damen und Herren, kein Land hat so viel oder lässt sich Grundschule so wenig kosten, meine Damen und Herren, wie Hessen. Selbst 105% in Hessen sind weniger als 100% in Hamburg. Deswegen ist es dringend notwendig, dass hier endlich auch mehr Stunden geschaffen werden. Bloß, wo Sie die Lehrerinnen und Lehrer hernehmen wollen, das habe ich immer noch nicht gehört, weil ja wirklich eben die entsprechenden Programme abgelehnt werden. Und abgelehnt haben Sie auch unseren Entwurf eines neuen Lehrerbildungsgesetzes, meine Herren. Ein Lehrerbildungsgesetz, das genau vorgesehen hat, dass Deutsch als Zweit- und Fremdsprache endlich verpflichtend implementiert wird in der Lehrerausbildung, weil unabhängig von Flüchtlingsströmen wir künftig immer Menschen haben werden, die einfach von heute auf morgen in den Schulen auftauchen, ob aus Korea, aus England, wo auch immer. Darauf müssen sich unsere Lehrkräfte einstellen. Aber mit einer Lehrerausbildung, einem Studium von 6 Semestern wird das schwierig sein, meine Damen und Herren. Wir haben unseren Vorschlag, unsere Konzepte vorgelegt, um wirklich auch die Lehrerausbildung fit zu machen für das, was Sie hier fordern. Das haben Sie abgelehnt, meine Damen und Herren. Und ich will noch, ich kann es nicht verhehlen, Herr Kultusminister, ich finde, das ist, spricht auch nicht gerade dafür, dass das so stimmig ist zwischen dem, was die Regierungsfraktionen hier schreiben und Sie antworten, Herr Kultusminister. Wir hatten vor etwa einem Jahr, zu Beginn der Wahlperiode, gab es einen Zeitungsbericht darüber, über den Schreibstreit und das Schreibchaos an Grundschulen. Und da ging es darum, welche Form der Schreibschrift wird eigentlich an Grundschulen unterrichtet. In Rheinland-Pfalz konnte man das sehr genau beantworten, an wie vielen Grundschulen welche Form der Schreibschrift beantwortet wird. Nicht so in Hessen, meine Damen und Herren. Ich wollte das ja nicht glauben in dem Zeitungsartikel. Also habe ich den Kultusminister in der Drucksache 2031 gefragt. Und die Antwort, Sie werden es sich denken können auf die Frage, welche Formen der Schreibschrift werden an unseren Grundschulen unterrichtet, meine Damen und Herren, das ist nicht bekannt. Das wird nicht erhoben, meine Damen und Herren.
wenn man wirklich das hier im Antrag fordert und sagt, das ist so wichtig, meine Damen und Herren, muss man es auch ernst nehmen, muss sich mal darum kümmern, was überhaupt, wie das überhaupt in unseren Schulen unterrichtet wird. Papier ist geduldig. Das kennen wir aus diesem Kultusministerium. Es gibt zig Erlasse und Verordnungen, und alles ist irgendwie festgeschrieben, wie es rein theoretisch sein sollte. Aber dass dieses Ministerium, dass dieser Kultusminister längst den Bezug zur Realität verloren hat und eigentlich gar nicht weiß, was unseren Schulen los ist, meine Damen und Herren, das wissen wir. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die 10 Grundsätze der KMK, die mögen dort schön in einem Archiv liegen, dass die am Ende unsere Schulen weiterbringen, meine Damen und Herren, genauso wenig wie dieser Antrag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Als nächstes hat der Abg. Bromny von den Freien Demokraten das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, die Debatte hat es gezeigt, die Stärkung der Bildungssprache Deutsch ist wichtig, und das steht außer Frage. Doch die eigentlichen Themen der Bildungssprache, veränderte Kommunikationsformen, Mischsprachen, Mehrsprachigkeit und die Förderung der Sprachfähigkeit an sich durch digitale Medien, bleiben im vorliegenden Antrag außen vor. Und damit, meine Damen und Herren, geht der Antrag an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei, und genau das ist auch das Problem. Zunächst gibt es ab dem kommenden Schuljahr eine zusätzliche Deutschstunde in der 4. Klasse der Grundschule. Die Einführung einer zusätzlichen Deutschstunde in den 5. und 6. Klassen soll geprüft werden. Mehrmals war die Deutschstunde bereits Thema. Mehrmals wurde nachgefragt, ob denn die nötigen Personalressourcen zur Verfügung ständen, um diesen gestiegenen Bedarf auch abdecken zu können. Denn wir Freie Demokraten halten die Antwort auf diese Frage für essentiell. Und Kollege Degen hat es ja eben angesprochen. Nimmt man eine Förderung der Schülerinnen und Schüler wirklich ernst? Braucht es voll ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen? Und auch bei den InteA-Klassen zeigt sich ein ähnliches Problem. Auch hier gilt, der Landesregierung ist nicht bekannt, wie viele Lehrerinnen und Lehrer mit der Ausbildung Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache oder einer entsprechenden Weiterbildung durch die Lehrkräfteakademie überhaupt in den InteA-Klassen arbeiten. Um eine zielgerichtete und zielführende sprachliche Förderung sicherzustellen, braucht es aber gerade diese ausgebildeten Lehrkräfte. Das Mantra der Bildungssprache Deutsch hören wir dabei nicht zum ersten Mal. Auch bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs wurde es vielfach angesprochen. Für die Ausweitung der Stundentafel in den Grundschulen werden 100 neue Stellen veranschlagt. 50 neue Stellen für Deutschförderkurse und für den zweiten Berufsschultag 30 neue Stellen. Insgesamt geht es also um 180 neue Stellen, von denen bis heute leider nicht klar ist, wie Sie sie besetzen wollen. Und zugleich fallen 159 Lehrstellen für die Beschulung von Seiteneinsteigern wegen sinkender Flüchtlingszahlen weg. Bezieht man unter der Überschrift Bildungssprache Deutsch aber nicht nur die sprachliche Bildung, sondern auch die Sprachförderung mit ein, wie es der vorliegende Antrag nun einmal tut, muss man den Rückgang dieser Stellen im Gesamtbild natürlich mit berücksichtigen. Der verbleibende Zuwachs zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch ist bei genauerem Hinsehen dann nicht mehr ganz so groß, wie Sie das hier kundtun. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu vom Abgeordneten. Die Uhr läuft. Nein. Neben den richtigen Pädagoginnen und Pädagogen braucht es zur sprachlichen Bildung auch die richtigen Methoden. Und Herr Kollege Schwarz, der vorliegende Antrag geht ja davon aus, dass bildungssprachliche Kompetenzen wie Lesen und Schreiben in der digitalen wie auch in der analogen Welt eine entscheidende Rolle zukommt. Diese Einschätzung teilen wir. Dünn wird allerdings sowohl der vorliegende Antrag wie auch die darin genannten Empfehlungen der KMK bei den Methoden zur Vermittlung dieser Kompetenzen, besonders auch beim Thema Digitalisierung. Hier ist das Wort
Hier ist das Wort Herausforderung zu lesen. Digitale Medien können zwar als hilfreiches Werkzeug genutzt werden, aber eben auch nicht. Und zumindest wären Lehrkräfte angehalten, die Bedeutung von Digitalisierung und Medien in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anzuerkennen. Und dabei bleibt es leider. Das Potenzial der digitalen Welt wird mal wieder ungenutzt gelassen, meine Damen und Herren. Ich komme zu einem weiteren wichtigen Kritikpunkt an dem vorliegenden Antrag. Die Förderung der Bildungssprache Deutsch muss eingefasst sein in ein Gesamtsprachkonzept. Ja, ja. Deutsch zu beherrschen, ist der Motor zur Integration. Wer das bejaht, muss sich aber auch fragen lassen, warum man nicht zugleich die Mehrsprachigkeit der Kinder im Blick hat. Denn Mehrsprachigkeit ist eine Chance und keine Hürde. Diese Überzeugung setzt sich auch seit einigen Jahren langsam bei Sprachen wie beispielsweise Englisch, Französisch oder Spanisch durch. Fakt ist, über 40% der hessischen Grundschüler wachsen mehrsprachig auf. So jedenfalls eine Studie des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Und diese Heterogenität bringt große Chancen, auch und gerade in sprachlicher Hinsicht. Und eine dieser Chancen ist es, dass Kinder die Potenziale der Mehrsprachigkeit schon im Kindesalter voll ausschöpfen können. Zu der Wirksamkeit von Mehrsprachigkeit gibt es auch zahlreiche neurologische, psychologische und pädagogische Studien. Und eine Studie gibt es auch zum Nachholbedarf im Exportland Hessen beim Thema Mehrsprachigkeit und Internationalisierung. Hier nimmt Hessen laut Bildungsmonitor 2019 den 16. Platz ein. Also Schlusslicht. Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest, Kinder und Jugendliche haben nur die Chance, Teil dieser Gesellschaft zu werden, wenn sie Deutsch als Sprache beherrschen. Zugleich halte ich es aber auch für geboten, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Das eine sind Sprachkenntnisse auf dem Grundniveau. Hierfür braucht es eine Intensivierung der Vorbereitungskurse und der Förderkurse. Und das zweite ist das Beherrschen der Bildungssprache. Und hier muss noch einiges an Arbeit getan werden. Beginnen könnte man damit, das Digitale und das Analoge nicht gegeneinander auszuspielen. Nicht immer nur über die Gefahren und Herausforderungen der Digitalisierung zu reden, sondern endlich einfach mal die Chancen, die sie bietet, auch zu nutzen. Und gerade in der sprachlichen Bildung. Viele Schulen und viele Lehrkräfte würden das gerne tun, aber es krankt hier an den grundlegendsten Voraussetzungen. Und diese Herausforderungen sind bekannt. Und so sollten wir nicht in ein neues Jahrzehnt mit einem Entschließungsantrag starten, der auf Altbekanntem beharrt, quasi den Status quo nur feiert und sich bei den notwendigen Neuerungen für die Zukunft versperrt, meine Damen und Herren.